Ich will zu Kaya. Lass ihn durch. Hi. Sieh an, der geheimnisvolle Außenseiter gewährt uns die Ehre seiner Anwesenheit. Tut mir leid, ich war verhindert. Oh, das ist natürlich etwas ganz anderes. Hör zu, ich verstehe, dass du sauer bist, aber ich lag mehrere Tage bewusstlos in irgendeiner Ruine. Ach, ist das so? Und wie kam es dazu? Du weißt es vielleicht nicht, aber wir haben einen neuen Feind. Ja, ich habe es gesehen. Aber ich hatte schon genug Probleme in letzter Zeit. Wie du siehst, habe ich hier alle Hände voll zu tun. Wir müssen uns bald mal über den neuen Feind unterhalten. Ich würde sagen, wir gehen jetzt von oben nach unten durch. Du schleppst unseren Sohn auf eine deiner Strafexpeditionen mit? Momentan ist es besser für ihn, wenn er hier bei uns bleibt. Das Fort ist nicht mehr sicher genug für ihn. Zu viele Anschläge und Widrigkeiten in letzter Zeit. Hier draußen ist es viel sicherer. Das seht ihr ähnlich, mir Vorhaltungen zu machen. Mister, immer wenn es kompliziert wird, verschwinde ich in meiner kleinen Hütte. Die Hütte haben sie unter einer ihrer fliegenden Festungen begraben. Gut so. Ich habe sowieso nie verstanden, warum du dich dahin zurückgezogen hattest, anstatt mit uns zu leben. Ich hatte zu großen Respekt vor dir, als dir mit meinen Problemen zur Last zu fallen. Auf gar keinen Fall. Ich hatte einfach genug von dir. Es kribbelt in den Finger, Leute. Es kribbelt in den Finger. Ich bin jetzt aber mal nicht so. Ich hatte meine Gründe. Und das weißt du auch. Blödsinn. Du hast da oben Frust geschoben, weil deine Bemühungen, die Menschen vor einer potenziellen Bedrohung zu warnen, bei den Anführern der Gilden fruchtlos geblieben sind. Und anstatt weiterzumachen, vergammelst du jetzt schon seit Jahren da oben in deiner dämlichen Hütte. Hey, du warst mal ein großer Mann. Du hast damals gegen dein eigenes Volk gekämpft, bist in den Eispalast gestürmt und hast den Hybriden bezwungen. Viele behaupten, so sei es nicht gewesen. Ich war eine der wenigen, die damals dort waren. So ist es gewesen. Auch wenn heute kaum noch jemand da ist, der sich daran erinnert oder sich erinnern will. Diese potenzielle Bedrohung, wie du sie nennst, bricht gerade über uns herein. Das haben wir beide kommen sehen. Und jetzt haben wir das Nachsehen und müssen um unser aller Überleben kämpfen. Ja, ich weiß. Die Menschen sind sich eben erstmal selbst am nächsten, anstatt sich um die globalen Probleme zu kümmern. Es gibt aber auch weltliche Dinge für dich, die es wert sind, Beachtung zu finden. Wenn du nur ein halb so guter Vater wärst, wie Dex ihn bräuchte, dann wäre es gar nicht so weit gekommen. Hätte ich ihn vielleicht besser auf dem Schlachtfeld beim Weltenherz lassen sollen? Nein, natürlich nicht. Außerdem ist er bei Aska unter guter Aufsicht. Im Gegensatz zu dir würde er ihn niemals einfach zurücklassen. Dex gehört an einen sicheren Ort. Ja, wir müssen uns mal... Also, nehmen wir das mal. Dex gehört an einen sicheren Ort. Ach was. Na dann übernimm du das doch. Wird ja auch Zeit, dass du dich endlich einmal um ihn kümmerst. Aber ich hoffe, du weißt, was du tust. Ein alter Mann namens Adam hat die letzten Tage meine Wunden versorgt. Er sagte, er wolle die Bastion im Norden zur Großmacht ausbauen. Klingt für mich nach einem sicheren Ort. Was sagst du? Adam? Ein alter Mann? Meine Güte, Jax, was haben sie bloß mit dir gemacht? Deine Sinne und Auffassungsgabe haben offenbar sehr gelitten.
Was soll das heißen? Es gibt nur einen alten Mann, der oben in der Bastion residiert, auf den deine Beschreibung passt. Der alte Mann, von dem du da sprichst, ist niemand Geringeres als Dawkins. Dr. Adam Charles Dawkins. Also ich muss sagen, sie wirkt sehr unsympathisch auf mich. Wenn ich nochmal die Auswahl habe, ihr zu widersprechen, werde ich es tun. Der alte Mann ist Dawkins? Das kann ich kaum glauben. Keine Ahnung, wie sehr sie dir den Kopf verbeult haben, dass du ihn nicht erkannt hast. Der Mann, der im Dienste der Hybridmaschine die Alps gegen alle anderen freien Menschen aufgehetzt und vor Jahren ganz Magallan mit Krieg überzogen hat. Der arme Teufel, der vor kurzem noch in einer mechanischen Kapsel steckte und heute nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Das klingt ja fast, als hättest du ihm all seine Verbrechen an der Menschheit verziehen. Die Killermaschine von damals ist zerstört. Der schäbige Rest, der überlebte, hat bestenfalls noch die Kraft, sein Wissen mit uns zu teilen. Dawkins ist nur noch ein alter Mann. Ohne seine Maschine macht er mir wenig Sorgen, wenn ich ehrlich bin. Ah, das erklärt so einiges. Ich schätze, ich werde ihn trotzdem noch einmal aufsuchen und zur Rede stellen. Ja, das solltest du tun. Immerhin hat er auch dich Jahre deines Lebens gekostet. Wo ist Dex gerade? Er ist hier irgendwo. Aska lehrt ihn gerade, sich in Geduld zu üben. Eine Fähigkeit, die er bei seinen Eltern mehr als gut beherrschen sollte. Sag bloß. Ja, was denn? Ich weiß, dass auch ich einiges hätte besser machen sollen und er hier im Ödland eigentlich nichts zu suchen hat. Okay. Ich glaube, ich bin krank und brauche deine Hilfe. Du siehst auch irgendwie ziemlich lädiert aus. Was ist passiert? Eine dieser Kreaturen, der, nennen wir sie Eindringlinge, hat mich gebissen. Der alte Mann meinte, ich sei infiziert. Womit genau, konnte er mir jedoch nicht sagen. Also, wenn ich wieder zu Hause in Tavar bin, an meiner Wirkungsstätte, dann könnte ich dir etwas zusammenmischen. Aber wir befinden uns gerade in einem Kampf gegen die Morkons. Da wirst du wohl noch eine Weile durchhalten müssen. Ich erkenne dich nicht wieder, ja. Ich erkenne dich nicht wieder. Du bist besessen vom Kampf gegen die Morkons. Hast du gesehen, was sie unten am Weltenherz angerichtet haben? Sie haben unsere Krieger regelrecht abgeschlachtet. Ich will sie dafür bezahlen lassen, bevor sie ihr Hauptquartier erreichen. Wenn sie einmal in der Grotte verschwunden sind, haben wir es nicht nur mit ihren Bluthunden zu tun. Dann werden sie uns ihre Zerstörer und was weiß ich noch alles auf den Hals hetzen. Ich werde mich um dein Morkon-Problem kümmern. Eine neue Quest? Ich weiß nicht so recht. Hast du nicht gerade noch gesagt, du seist krank? Ich will nicht, dass du dich weiter aufreibst in diesen kleinen Scharmützeln. Ich brauche deine Unterstützung. Die paar Bluthunde der Morkons werden mir dabei nicht im Wege stehen. Na gut, ich kratze derweil meine Leute zusammen und sichere den Rückzug. Sei vorsichtig, die Kerle sind auf der Jagd nach Elixid und sie machen dabei keine Gefangenen. Mission nur ein toter Morkon. Das ist doch genau nach meinem Geschmack. Über den neuen Feind unterhalten. Da kommt einiges auf uns zu. Ja, ich weiß. Unter anderem wegen dieser neuen Feinde und anderen Bedrohungen unseres Landes bin ich hier draußen unterwegs. Wir hatten ja schon geahnt, dass so etwas passieren würde. Aber so früh habe ich noch nicht mit ihnen gerechnet. Meinst du, es sind diese Wissenden, von denen der Hybrid damals sprach? Nicht nur das. Ich vermute, er hat sie sogar irgendwie angelockt. Eine der letzten Handlungen des Hybriden war es, eine Art Signal in den Himmel zu schießen. Das Ganze hatte diesen seltsamen Himmelskörper zur Folge, den sich keiner so richtig erklären kann. Das ist alles andere als beruhigend, was du da andeutest. Die Menschen müssen sich auf die nahende Bedrohung vorbereiten. Verdammt, aber ich habe gerade keine Zeit. Bevor ich dieses Problem mit den Morkons nicht gelöst habe, sitze ich hier fest. Du bist ein Level aufgestiegen. Öffne den Tabulator. Ja, dein Adio... Das ist voll schwer auszusprechen. Adjutor, um neue Attributspunkte zu verteilen. Finde einen Lehrer, um für deine Lernpunkte Fähigkeiten zu erlernen. Das machen wir. Pass auf den Jungen auf, hörst du? Ich bring dich um, wenn ihm etwas zustößt. Ein Lernpunkt habe ich jetzt. Und AP 10. Weiß. Ah,
kann das jetzt hier erhöhen. Ja, sehr gut. Machen wir ein bisschen Leben mehr. Und wir machen ein bisschen Stärke mehr. So. Übernehmen. Interessant. Kann ich auch direkt mal gucken, was eigentlich die Waffen hier brauchen. Ah, okay, ich hätte tatsächlich noch ein bisschen Geschicklichkeit mitnehmen sollen. Hätte ich das Schwert direkt anlegen können. Gut, hoffen wir mal, dass wir bald die nächste Stufe bekommen. Was haben wir hier noch? Lock. Okay. Abgeschlossene Mission, ja. Und jetzt haben wir mehrere. Ein toter Morlock. Okay, Sachen einstecken können wir hier auf jeden Fall auch. Das ist sehr geil. Oh, Tresor. Den machen wir auf. Ja, damit. Hat keiner da, ne? Treibstoff. Du hast Treibstoff gefunden. An deinem Jetpack Bank kannst du deinen Treibstoffvorrat für dein Jetpack vergrößern. Sehr geil. Sehr geil. Dunkles Erz, Gold. Alles her damit hier. Was? Teller. Viridium. Ich will die fetten Schwerter haben. Hier machen wir erstmal alles leer. Hier gibt's nichts. Kann man die Sachen kaputt machen? Leider nein. Okay. Ich grüße euch aus dem Herzen Magalan. Ein Radio haben die hier. Tolle Neuigkeiten für alle Musikliebhaber und auch. Ich ignoriere das einfach mal. Oh. Hat mich jemand beim Klauen erwischt? Du hast das nötig, was? Oh. Und seien wir mal ehrlich, wer ist das nicht? Hab ich. Wir brauchen das alles. Ich glaube, hier muss ich mal bis abends warten und dann, bis es Nacht ist und dann muss ich dann nochmal durch. Live für euch aus dem Amphitheater. Ich hoffe, ihr erscheint zahlreich, denn das wird großartig. Mission Billy Idol Konzept, was? Ein kleiner Vorgeschmack. Das war Herbert aus dem Orbit. Kann man eine neue Quest bekommen, einfach so, random? Oh, was war da noch? Wichtig, da nur selten ein Weltenherz aus einem Setzling entspringt, ist es unsere höchste Priorität, das Weltenherz unter allen Umständen am Leben zu halten. Dadurch wird das Terraforming in den Ländern Magellans und die Begrünung brachliegender Landflächen gewährleistet. Das Weltenherz darf niemals unbewacht bleiben. Die Pflege obliegt ausschließlich ausgebildeten Werkern. Dem Weltenherz Mana zu entnehmen ist strengstens verboten. Bei Feindkontakt wird unverzüglich Alarm geschlagen und alle Krieger gehen auf ihre Posten. Über alle Veränderungen ist umgehend den Warlords Bericht zu erstatten. Okay. Jawohl. Erstmal das Radio Leute, ausgeschalten. Lasst euch nicht verunsichern. Ja, es gibt eine neue Bedrohung aus dem Norden. Es gibt viele Gerüchte über die Fremden, die unser Land durchstreifen und mit dem lila Zeug infizieren. Aber es gab so viele Katastrophen in unserer Vergangenheit. Wir gucken mal, wo wir jetzt noch ein paar Sachen einstecken können hier. Nochmal Treibstoff gefunden. Sehr gut. Was hier? Kristall.
richtig viele wertvolle Sachen. Hellkraut. Auf der Mauer, ob hier noch irgendwas ist. Ja. Das war's dann aber tatsächlich. Mein Kopf. Oh, schon wieder Damage gekriegt. Diese Scheißinfektion. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Habt ihr das gesehen? Oh, herrlich. Hätte mich auch gewundert, wenn wir keinen Glitch gefunden hätten. Ich zweifle an deinem Verstand. Ah, das ist leider keine Truhe, okay. Gut, einmal fix speichern. Und dann müssen wir jetzt mal gucken, wo wir als nächstes hin müssen. Können wir auf der Karte gucken? Ich, ja. Nichts eingezeichnet. Dann. Wir müssen den Sohn noch finden, genau. Das ist Sirik. Wo könnte der Sohn sein? Ich hätte doch gesagt, der trainiert. Finlay. Du scheinst noch sehr jung zu sein für den Job eines Kriegers. Mag sein, dass ich noch nicht alles drauf habe wie die alten Hasen. Doch ich bin ein guter Schüler. Und Kaya ist eine gute Lehrerin. Ja, das ist sie. Sie hat mir schon sehr viel beigebracht. Ich bin sehr stolz, dass ich neben ihr meinen Dienst verrichten darf. Gut. Hat nicht mehr zu sagen. Wer ist er? Alles klar bei dir? Als die Morkons uns überrannten, dachte ich schon, es wäre alles aus. Du hast es überlebt. Ja, aber es war mehr als knapp. Das nächste Mal müssen wir besser aufpassen. Kaya hat uns angewiesen, weniger zu saufen und unsere Sinne zu schärfen. Gerade hier draußen kann ein Augenblick der Unachtsamkeit tödlich sein. Viel Erfolg. Danke. Ja, das stimmt wohl. Und was ist deine Aufgabe? Kayas Leibwache. Guter Job. Schlechte Bezahlung. Verstehe. Hortet und pflegt eure Waffen für den Ernst. Gut. Den Sohn haben wir jetzt aber trotzdem nicht gefunden. Hier mal außerhalb abchecken. Oh, da habe ich aber noch was gesehen. Kaltstachel. Das scheint die Müllhalde zu sein hier. Oh ja, Ratten. Aber die nehmen wir mit. Jede XP bringt uns weiter. Ist wieder ein Kristall gewesen. Da. Dann gehen wir mal eben auf die andere Seite vom Dorf. War da nicht auch ein Ausgang? Ne, war kein Ausgang. Ach, hier unten ist auch noch was. Das habe ich eben gar nicht gesehen. Gebratenes Fleisch. Klopapier, das brauchen wir natürlich. Man muss sich ja auch zwischendurch mal ein Gebüsch suchen können, ne? Na, hier ist nichts mehr.
Also hier ist der Sohn aber nicht. Wo hat die denn gesagt? Die hat doch gesagt, das wäre... Wir wären hier am Trainieren in Geduld. Warum nicht hier? Gut, wir schauen mal, ob wir uns die Missionen auf der Karte anzeigen lassen können. Auf der Karte markieren, ja. Mit F. Aha. Ah, ich hätte nur ein Stück weiterlaufen müssen hier an der Stelle. Was ist das? Die Bastion. Mhm. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal zu Dex. Ach, da haben wir schon wieder so einen Flattermann. Die erinnern mich... Wie heißt die Blutfliege? Und ich glaube, in Gothic heißen sie Blutfliegen. Erinnert mich sehr, sehr stark daran. So, bevor wir jetzt da reingehen, looten wir erstmal wieder alles. Erstmal alles leer machen hier. Der hat doch bestimmt irgendwas versteckt hier. Aha, Treibstoff. Hab's doch gewusst. Und da ist auch ein Teleporter. Boah, Federvieh. Er ist bei seinen Huhn kaputt gemacht. Ja, Eier kriegst du jetzt nicht mehr nicht. Nicht mehr. Teleporter aktiviert. Sehr gut. Iridium. Jax, gut, dass du da bist. Kaya und der Kleine hatten sich schon Sorgen gemacht. Wie geht's meinem Sohn? Wie geht es meinem Sohn? Nun, du siehst es ja. Er verkraftet die vergangenen Ereignisse überraschend gut. Jedoch ist das alles natürlich ein wenig zu viel für einen Jungen in seinem Alter. Er sollte gar nicht hier sein. Nun, seine Mutter wollte ihn unbedingt bei sich haben. Sehr turbulente Zeiten in den letzten Tagen. Kaya hat dir die Aufsicht über unser Kind überlassen. Als Freund der Familie ist das für mich Ehrensache. Ich weiß ja, dass ihr beiden immer viel zu tun habt. Und wie es mir scheint, wird sich das in naher Zukunft auch kaum ändern. Ich bringe den Jungen in die nahegelegene Bastion. Kaya und ich sind uns einig, dass es unter den momentanen Umständen das Beste für ihn ist. Das klingt gut. Dann bist du also jetzt für den Jungen verantwortlich. Die Bastion im Norden, nicht wahr? Die alte Ruine, die dieser Dawkins bezogen hat? Jeder außer mir scheint zu wissen, wer der alte Mann ist und was er vorhat. Nun, du warst offenbar einige Zeit anderweitig unterwegs. Offenbar. Ich werde mich sofort auf den Weg zur Bastion machen und dort alles vorbereiten. Seid vorsichtig. Wir sehen uns in der Bastion. Man sagte mir, die Morkons seien böse Menschen. Stimmt das, Vater? Wo hast du das denn gehört?
Mutter sagt, sie wären einfach so in unser Lager am Weltenherz eingefallen und haben viele von uns getötet. Es war schrecklich. Warum tun die Morkons so etwas, Vater? Das ist etwas kompliziert zu erklären. Das verstehe ich nicht. Nur böse Menschen tun sowas, oder etwa nicht? Ein Kind in deinem Alter sollte so etwas gar nicht sehen. Warum nicht? Macht es das damit ungeschehen? Nein, natürlich nicht. Es waren nur einige von ihnen. Bestimmt sind nicht alle Morkons so. Dann waren das also gar keine richtigen Morkons? Ja, aber ich schätze, dass die Truppe, die das Weltenherz angegriffen hat, auf eigene Faust gearbeitet hat. Du hast recht, Vater. Es ist wirklich etwas kompliziert. Was machst du gerade? Mutter sagt, ich soll hier warten, bis sie mit ihrer Arbeit fertig ist. Aber das dauert schon ziemlich lange. Können wir nicht woanders hingehen? Vermutlich wäre das das Beste. Du bist hier draußen nicht sicher. Komm mit mir, ich bring dich hier weg. Wirklich? Ich muss hier nicht mehr warten? Ich bring dich in die Bastion im Norden. Oh ja, die wollte ich mir immer schon mal ansehen. Asgard sagt, da gäbe es Geister. Ja, so etwas erzählt er dir? Ich glaube, darüber sprechen wir nochmal. Na klar, ich liebe Geister. Komm schon, wir müssen jetzt gehen. Ich weiß doch gar nicht, was das ist. Na dann komm mal. Au, bevor wir mal losgehen, müssen wir noch die Hütte leer räumen. Haben wir hier Schwefel, Kristall, das nehmen wir alles mit. Können uns aufs Sofa setzen. Wo warst du eigentlich die ganze Zeit, Vater? Oh, bewege den Dietrich nach rechts oder links, um die richtige Reihenfolge für das Öffnen der Zylinder herauszufinden. Ich weiß nicht, ob ich davon erzählen soll. Ach komm schon, ich werde es schon verstehen. Ich war bewusstlos und konnte euch nicht besuchen. Bewusstlos? Echt? So richtig so mit alle Lichter aus okay. Und so? Ich hab gedacht, ja, ich müsste nur was genau drücken. Genau so. Wow, wieso warst du denn bewusstlos? Da waren diese... Komm schon, wir müssen weiter. Also das mit dem Schloss war jetzt erstaunlich einfach. Ich habe eigentlich gedacht, ich muss was dabei drücken, aber nein. Jetzt müssen wir erstmal zur Bastion. Ist eine Waffe auf dem Boden? Oder was ist das? Klopfer. Klopfer halten. Oh, gelbe Waffe. Aber bei meinem Glück kann ich die noch gar nicht tragen. Was braucht die? Stärke 48, Konstitution 24. Ui. Warum willst du mir denn nicht erzählen, was mit dir passiert ist? Ich möchte dich nicht beunruhigen. Echt? Oh, da vorne ist ein Vieh. Ich bin der Sohn der vermutlich größten Draufgänger von Magalan und du willst mich nicht beunruhigen? Je weniger du weißt, umso weniger musst du dir Sorgen machen. Komm schon. Der Junge ist gut. Ich bin der Sohn der größten Draufgänger in ganzen Magalan. Ich werde später Mutter fragen, was mit dir passiert ist. Weißt du, vielleicht ist es besser, wenn ich dir davon erzähle. Ja?
Pass auf, wir werden angegriffen. Von den Morkons? Also nein, ich meine, es sind Fremde in die Länder der Menschen eingedrungen. Ja, Mutter erzählte mir schon davon. Aber die sind doch noch weit weg. Nicht weit genug. Ich wurde von ihnen überrannt. Wirklich? Ja, und dabei haben sie mich, also... Ich war einige Tage nicht ansprechbar. Cool. Wenn du das sagst. Cool. Und bist du dabei fast gestorben? Ja, okay, cool. Ich finde das schön, man kann wieder so viel looten. Er kommt wieder hinterher geeiert. So, das müsste die Bastion schon sein. Ich guck mal eben auf der Karte, ja. Wir sind am Anfang der Bastion. Und ich würde sagen, bevor wir da oben rein dackeln, looten wir jetzt hier noch komplett alles leer. Energieriegel. Kartoffelsalat. In so einem alten Schuppen hier liegen natürlich sehr, sehr frische Sachen. Vater? Ja? Diese Fremden. Warum sind sie hier? Was wollen sie? Bisher haben sie sich noch nicht dazu geäußert. So wie es aussieht, werden wir es aber bald erfahren. Und es wird uns nicht gefallen, vermute ich. Aber Mutter und du werdet doch auf die Menschen aufpassen, oder? Darum bringe ich dich jetzt erst einmal in Sicherheit, ja? Wir müssen uns genau informieren, was da auf uns zukommt. So, und jetzt ist aber erstmal Schluss mit der Fragerei, ja? Lass uns weitergehen. Ja, Vater. Zweihandwaffe, beschädigter Kriegshammer. Boah, Stärke 66, Konstitution 22, also da sind wir noch weit entfernt von. Einfache Berserkerkapuze, schützt vor leichten Schaden, ja, sehr schön. Hier, was haben wir da? Alte Lampe. So, den Hut können wir schon anziehen. Kleiner Robin Hood hier. Bett. Schrott. Okay, das haben wir. Was war das? Schwarzgebrannter. Alter, hört sich nach einem Starken an. Aber wenn die Fremden nur gekommen sind, um mit uns zusammenzuleben und wir sie einfach nur nicht richtig verstehen. Hex. Ja, schon gut. Kleiner Kitter. Oh, ich hab keine Ausdauer mehr. Ja, komm her. Deine Gesundheit ist gesunken. Benutze Heiltränke, um Gesundheit zurückzubekommen. Ja, das hat man schon. Mach ich gleich. Hier, da ist nichts. Wein, mittlerer Heiltrank. Was? Granatenkiste? Handgranaten habe ich 3 Stück gelootet. Ja. Uhr haben wir gefunden.
Bett. Na, hier ist noch eine Truhe. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug. Oh, schade. Chili con carne. Jawohl. Muckefuck. Wir haben Muckefuck gefunden. Knurrt doch noch irgendwas. Ich hör doch die ganze Zeit was. Honig. Rosenfleisch. Mächtiger Heiltrank. Kann man immer gebrauchen. Okay, hier ist nichts. Können wir oben nochmal nachgucken? Die Lichteffekte sind gut. Kommt in den Raum rein und sieht erstmal nichts. Weil man so geblendet ist von draußen. Chili. Irgendwie hat hier jeder Chili bei sich zu Hause. Knoblauchbrot. Jawohl. Auf der Toilette ist nichts. Pokal, jawohl. Es gibt bestimmt wieder gut Money. Okay. So, weiter hoch. Ach, die muss ich auch töten. 2 von 5. Ja, sehr gut. Und dann trinke ich wirklich mal schnell einen Heiltrank. Damit ich wieder volle Gesundheit habe. Oder ich esse was. Hier. Gesundheit plus 35. Rohes? Nein, nein, nein. Gebraten ist da. Aber dann sind wir wieder voll. Passt das auch. Oh, wo ist der denn? Alter. Freut mich zu sehen, dass wir so viel guten Zulauf bekommen. Wie ich hörte, bist du einer dieser Männer, die für uns unverzichtbar sind. Ihr kämt auch ohne mich klar. Mag sein, aber mit dir wird es leichter. Willkommen der Bastion. Vielleicht nehmen wir mal alles mit. Können wir alles noch gebrauchen? Zigaretten wieder.
Das hat Spaß gemacht. Ich wünschte, wir könnten öfter Zeit miteinander verbringen. Nein. Du weißt, ich habe... Ja, ich weiß. Du hast viel zu tun. Aber trotzdem wäre es toll, wenn du ab und zu mal vorbeischaust. Halte dich an Aska. Er wird auf dich aufpassen, während ich weg bin. Ich schaue mich mal um. Vielleicht finde ich ja Spuren der Geister, die Aska erwähnte. Ja, dann bestimmt nur verarscht. Wir gucken jetzt hier aber auch mal, ob wir den alten Mann noch finden, was wir noch so mitgehen lassen können. Wer ist er? Wolf. Pass lieber auf, wo du hier überall entlang gehst. Du verscheuchst noch das ganze Wild. Du kümmerst dich um die Versorgung der Bastion? Ganz recht. Und ich behalte dich im Auge. Und jetzt lass mich wieder meine Arbeit tun. Aber der ist ja nicht so freundlich, ne? Bleirohr wieder. Geld. Das Vieh? Ja, tut mir leid, die sind jetzt dead. Da ist nochmal so einer, den wir brauchen. Scheiße. Wie scheiße. Da waren es nur noch zwei. Hey. Aha. Da bist du ja endlich. Hast du dir schon überlegt, was du als nächstes tun wirst? Nein, ich bin mir noch nicht sicher, was ich mit dir anstellen werde, Dawkins. Ah, ich sehe, du hast mittlerweile herausgefunden, wer ich bin. Du bist mir eine Spur zu freundlich nach allem, was du abgezogen hast. Ja, und ich hätte nicht wenig Lust, dir meine Waffe in den Rachen zu rammen. Du bist mir eine Spur zu freundlich nach allem, was du abgezogen hast. Warum hast du dich mir nicht gleich zu erkennen gegeben? Ich hätte dich nur unnötig verwirrt und wollte, dass du dich erst einmal um deine Angelegenheiten kümmerst. Aber jetzt können wir ja endlich mit unserer Arbeit anfangen. Die Skyans haben mittlerweile schon einen beträchtlichen Vorsprung. Daher haben wir wenig Zeit. Warum sollte ich mich auf deine Spielchen einlassen? Wie bist du der Maschine des Hybriden entkommen?
Wie bist du der Maschine des Hybriden entkommen? Nachdem du meine erbärmliche Hybridengestalt besiegt hattest, war der überwiegend logische Teil der Maschine zerstört. Der Genesungsprozess des Menschen Dr. Adam Charles Dawkins setzte ein. Irgendwann schaffte ich es, die Kapsel zu öffnen, in der mein Körper steckte. Es dauerte viele Wochen, bis ich wieder meine eigenen Muskeln bewegen und nutzen konnte. Ganz der Alte bin ich noch nicht, jedoch endlich frei von dem destruktiven Gedankengut der Maschine. Und das ist gut so. Warum sollte ich mich auf deine Spielchen einlassen? Du hast gar keine andere Wahl, Jax. Die Infektion der fremden Kreaturen wirst du ohne meine Hilfe nicht los. Des Weiteren hast du schon seit langem keine ausreichenden Mengen Elex oder Mana konsumiert. Du hast deine Magie und deine Kampfkraft verloren. Die Infektion liefert dabei ihren ganz eigenen Beitrag. Allein meine Expertise und Wissen über eine solche Art der Krankheit werden dich noch retten können. Du hast vermutlich recht, also lass uns konstruktiv an die Sache herangehen. Na schön, ich werde mich fügen, aber nur so lange, bis ich habe, was ich will. Du bist ein mieser Erpresser, ich sollte dich auf der Stelle töten. Gut, wir werden ihn jetzt mal nicht töten. Aber, ja, Na schön, ich werde mich fügen, aber nur so lange, bis ich habe, was ich will. Lass mich zunächst einmal beschreiben, was dir wirklich fehlt. Diese Skyaniden, also die Kreaturen der Skyans, von denen dich eins gebissen hat, sind hochgradig angereichert mit einer lilafarbenen Substanz, ähnlich unserem blauen Elix. Daher nenne ich dieses Zeug der Einfachheit halber dunkles Elex. Auch wenn es etwas, sagen wir, verwirrend ist, haben unser blaues Elex und das lila Zeug der Skyans ähnliche Wirkungen. Beide stammen nicht von dieser Welt. Beide führen zu fürchterlichen Mutationen und setzen dabei gleichzeitig unglaubliche Kräfte frei. Allerdings ist das lila Zeug hochgradig ansteckend und scheint sich rasend schnell selbst zu replizieren, wenn es einen geeigneten Wirt gefunden hat. Die Skyans? Hast du dir das ausgedacht? Den Namen haben die fremden Eindringlinge sich selbst gegeben. Ich habe einige ihrer Funksprüche abfangen können. Daher weiß ich, dass sie bald in die nächste Phase ihrer Invasion gehen werden. Du verstehst, was sie sagen? Das ist nicht schwer. Ich bin Wissenschaftler. Und das schon ziemlich lange. Die Sprache der Wissenschaft und der mathematischen Algorithmen ist universell. Da machen die Skyans keine Ausnahme. Wenn du so viel über diese Skyans weißt, dann sag mir, wie man sie aufhalten kann. Sie kommen, um unseren Planeten für sich nutzbar zu machen und sind mit einer großen Übermacht an Kämpfern und Kreaturen hierher gekommen. Sag mir etwas, was ich noch nicht weiß. Ihre Former haben bereits den Betrieb aufgenommen und pumpen das dunkle Elex in das Erdreich. Das Umland um die Former herum ist höchst gefährliches Gebiet. Nur mit sehr guter Ausrüstung und großer Streitkraft empfiehlt sich eine Annäherung. Komm zur Sache. Das ist eigentlich schon alles, worum es im Grunde geht. Streitkraft und Ausrüstung. Wir brauchen einen starken Partner an unserer Seite, der unsere Sache unterstützt. Die sechste Macht muss, wenn möglich, die größte Streitkraft der Menschen werden, damit ein Befreiungsschlag gegen die übermächtigen Skyans gelingen kann. Mehr als rohe Gewalt und Streitkraft fallen dir nicht ein? Damboa, Irgandar.
Iremi. Wie ich sehe, befällt die Infektion auch deine sprachlichen Systeme. Wie bitte? Wovon redest du? Aha. Und dein Erinnerungsvermögen. Interessant. Was wolltest du mir gerade sagen? Mehr als rohe Gewalt und Streitkraft fällt dir nicht ein? Oh doch. Es wird eine Vielzahl an Aufgaben geben, die wir zu bewältigen haben, Jax. Diese Bastion muss erst einmal auf Vordermann gebracht werden, damit unsere wachsende Streitkraft hier überhaupt Platz findet. Dann dürfen wir die Truppenbewegungen des Feindes und ihre Skyaniden-Kreaturen nicht aus den Augen verlieren. Wir müssen sofort intervenieren, wenn wir bemerken, dass sie sich irgendwo signifikant vorwagen. Und ja, eine geeignete Partnergilde muss auch erst einmal gefunden und rekrutiert werden für unsere Sache. Wann kümmerst du dich um meine Infektion? Mal angenommen, ich würde nach einem passenden Partner für deine sechste Macht suchen. Warum sollten sich eine der Gilde uns anschließen wollen? Die Bastion auf Vordermann bringen? Was genau heißt das? Richtig viel Zeugs auf jeden Fall. Was der von uns oder was wir jetzt nachfragen können. Nichtsdestotrotz, Leute, das schauen wir uns. Unser aller Zukunft. Jetzt quatsch mir doch nicht dazwischen. Gut, nichtsdestotrotz, Leute, das schauen wir uns beim nächsten Video an. Ich hoffe, das, was ihr bisher sehen konntet, hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen oben da lassen könntet für den Algorithmus auf YouTube. Und wie gesagt, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt oder die nächsten Folgen, dann gerne auch rein abonnieren. Kostet nichts, schadet nicht und unterstützt mich auf jeden Fall ungemein. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.